Das heißt, da hast du keine Zeit, wenn du merkst, es wird gleich explodieren. The beat diarrhea? I'm ready for your lame ass car this time. Da musst du handeln. Selbstverständlich kann es sein, dass du unter Umständen jemanden verletzt. Zum Beispiel du sitzt und irgendeiner kommt dich provozieren und steht es so vor dir und schaut es so von oben herab, ne? Hallo Leute, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage ohne Stress verbracht. Alles gut, gesund, das ist das Allerwichtigste. Heute würde ich gerne ein Video machen über so Provokateure und so weiter, was du am besten tun könntest, damit du aus dieser Situation rauskommst. Ja, schaut euch das Video unbedingt bis zum Schluss. Zweitens möchte ich noch, bevor wir mit diesem Video starten, möchte ich was erwähnen. Und zwar, meine Frau sagt mir das schon seit Sommer. Ja, ich bekomme sehr viele Nachrichten, wo die Leute gerne sich mit mir austauschen würden, so eins zu eins. Das heißt online, ja, entweder über Skype oder egal wie. Ja. Und ich habe aber Sommer keine Zeit gehabt. Ja, sehr viele Leute hier gehabt. Wir haben privat trainiert. Dann habe ich die Survival Camps gehabt. Viele neue Produkte sind in meinen Shop gekommen und so weiter. Ich habe einfach keine Zeit gehabt. Ja, einige haben nachgefragt. Ich habe das dann, ich sage irgendwann, wenn ich dann Zeit habe, dann mache ich das. Jetzt ist die Zeit gekommen. Über Winter habe ich nicht so viel zu tun wie im Sommer. Deshalb habe ich mir gedacht, alle, die Interesse haben, alle auch die, wenn ich zum Beispiel ein Seminar komme, da kommen 20, 30 Leute und alle wollen mit dir reden, wollen wissen, wie du es geschafft hast und so weiter. Das heißt, wenn ihr Interesse habt und wollt ihr mit mir austauschen, egal ob es jetzt Kampfkunst geht, Selbstverteidigung, Motivation, wie wir ausgewandert sind, weil mittlerweile reisen wir schon seit 5 Jahren um die Welt, ja, mit 4 Kindern und so weiter, wie wir es geschafft haben und so weiter, würde ich euch gerne einfach helfen und unter die Arme greifen. Ja, mir geht es jetzt nicht um, dass ich euch zeige, wie du in einem Monat Millionär bist, oder sowas interessiert mich gar nicht, aber eher um das, den ersten Schritt zu machen, zu starten und so weiter, ein bisschen den Horizont zu erweitern, weil mir ist es sehr wichtig, es gibt viele Scharlatane da draußen, die diesen Weg nicht gegangen sind und versuchen euch was zu vermitteln oder was zu verkaufen. Ja, in einem Monat bist du Millionär oder verdienst 5-stellig. Das ist ein Bullshit, das geht gar nicht. Ja? Oder irgendwelche Trainer, die da am Wochenende irgendeinen Kurs gemacht haben, machen eigene Schule auf und versuchen euch was zu vermitteln. Das ist einfach alles nur oberflächlich und die Leute haben keine Ahnung von der Materie. Diesen Weg musst du zusammen selber gehen, wenn du es dann weiter an die Leute geben willst. Und zweitens, Leute, vielen lieben Dank. Es ist schon fast ausverkauft. Ich glaube, noch 15 oder 16 Stück gibt es von dieser Limit Edition Trainingsachs. Ja? Die einige tragen das auch im Auto zur Verteidigung oder wie auch immer. Es ist aber in ersten ist es fürs Training gedacht, ja? Weil du damit sehr gut dein Körper bewegen kannst mit deiner Waffe in der Hand. Ja? Wenn das damit jemand auf der Straße spaziert oder wie auch immer, bin ich schuld. Ja? Und ja, jetzt fangen wir mit dem Video an, weil es ist meiner Meinung nach sehr, sehr interessant und einige haben mich gefragt, was ich davon halte. So Leute, gleich am Anfang möchte ich sagen, dass im Laufe unseres Lebens wird, glaube ich, jeder hin und wieder mit dieser Art, mit irgendeiner Art von Provokation konfrontiert. Das sind einfach schwache Menschen, die ein mangelndes Selbstvertrauen bzw. Selbstwert Gefühl haben und damit wollen sie das irgendwie ausgleichen, dadurch, dass sie anderen irgendwie fertig machen bzw. auch bloßstellen. Ja? Das machen meistens zum Beispiel die Mobber, die versuchen zum Beispiel irgendwelche Klassenkameraden. The beat diarrhea? I'm ready for your lame ass car this time. Irgendwie bloßzustellen und warten, dass irgendein Fehler macht bzw. warten auf diese Reaktion. Aber genau dasselbe kann auch auf der Straße passieren oder in deinem Umfeld, in der Arbeit und so weiter. Ja? Ich habe das unzählige Male erlebt, sowas, Leute. Ich kann mich noch erinnern, dieses Ganze, was guckst du? Ja? Das habe ich tausende Male gehört, glaube ich. Ja? Wahrscheinlich müssen wir alle mit so einer Augenschleife herumlaufen, damit wir halt nicht gucken. Ja? Oder die Leute, die sich immer um dich kümmern, die wollen dich helfen, weil die fragen dich immer, ob du ein Problem hast. Das heißt, eigentlich laufen lauter nette Menschen herum, die sich um dich kümmern wollen. Ja? Die wollen dir einfach helfen, die fragen dich, ob du Hilfe brauchst, beziehungsweise ob du ein Problem hast. Ja? Und ich sage euch, Leute, das sind Leute dabei, da denkst du, das gibt's doch gar nicht. Ja? Aber es gibt verschiedene Arten von Provokation. Das eine
das musst du wirklich ernst nehmen und da musst du richtig so reagieren, wie ich das dir jetzt in Video sage. Und das zweite ist eher so eine verbale Form, ja. Da musst du auch unterscheiden zwischen diesen zwei, ja. Weil wenn es sich zum Beispiel nur um eine verbale Form handelt und du machst das gleich jemandem platt, dann bist du nicht viel besser wie derjenige, ja. Und dann begibst dich nur in Schwierigkeiten. Aber wir fangen zuerst einmal mit dieser ersten Form, ja. Denn diese erste Form geht es um nicht nur um irgendeine Beleidigungen oder bloßzustellen oder wie auch immer, aber wenn man da schon merkt, dass es schon gleich eskaliert, diese Aggressor oder noch schlimmer, mehrere Aggressoren kreisen dich um und die werden schon, du merkst das schon, da steigt sich dieses Gewaltpotenzial enorm und es explodiert gleich, da musst du handeln. Du kannst dich durch diese Art von Handeln aber in Schwierigkeiten bringen. Ja? Worum geht es mir eigentlich? Es ist einfach so, dass viele, ist auch normal, raten dir, wenn du in irgendwelche Schwierigkeiten bist oder hast du irgendeinen Aggressor vor dir, dann musst du zuerst abwarten, bis er zuerst einmal startet und erst dann musst du so quasi das Kontra kommen, ja? Damit die, was Außenstehende eventuell beobachten können, dass die nicht sehen, dass du als Erste angefangen hast. Was diese aber rundherum stehen oder irgendein Anwalt oder Fußballschiedsrichter, ein Richter nicht sehen kann, dass wie es genau war. Wenn man das von außen beobachtet, ist das nicht selber, wenn du gerade in dieser Situation bist. Und wenn dir da wirklich jemand schon ganz nah kommt oder andere Leute sind schon auch um dich herum und du merkst das einfach, dass es gleich übergeht. Du musst in diese Situation einfach schnell reagieren mit kurzen, explosiven Schlägen, Schubsen, Headbutt oder schlagst du links, gehst durch, trittst du eventuell, damit du dir diesen Weg frei machst und du läufst davon, ja? Das heißt, da hast du keine Zeit, wenn du merkst, es wird gleich explodieren. Du bist nicht mehr Herr der Lage, dann musst du einfach so reagieren. Selbstverständlich kann es sein, dass du unter Umständen jemanden verletzt oder sonst irgendetwas. Das kann passieren, das kann immer passieren, auch bei einer Verteidigung. Ja? Damit musst du einfach leben. Ich bin aber immer der Meinung, ich habe diesen Streit nicht angefangen. Ich bin nicht derjenige, der provoziert. Wenn derjenige das unbedingt will und ich habe das Gefühl, dass es gleich um meine Gesundheit geht oder sonst irgendetwas, dann muss ich einfach dementsprechend reagieren und da ziehe ich, wie man sagt, alle Register, ist mir egal. Ich denke nicht über die juristische Sache, sondern wie es mit meiner Gesundheit ist, dass ich noch zu meiner Familie zurückkehre. Das ist das Allerwichtigste, das ist das, was mich in diesem Moment interessiert. Zum Beispiel, du siehst und irgendeiner kommt dich provozieren und steht es so vor dir und schaut es so von oben herab, ne? Dann steh auch auf, ja, dass sie das irgendwie ausgleicht. Es ist wichtig, dass ihr Charakterstärke zeigt, Selbstdisziplin, ja, und viele, viele andere Sachen, die da sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Ich merke das zum Beispiel auch bei vielen Deutschen, dass die einfach nur noch Angst haben. Angst haben, irgendwie zu reagieren, weil die einfach nicht wollen, dass sie dann mit dem Gesetz Probleme bekommen. Das heißt, die haben mehr Angst, um irgendwie von dieser ganzen, was alles passieren kann, als dass sie sich oder ihre Familie beschützen oder in Sicherheit bringen, ja. Und das finde ich einfach nicht okay. Ich glaube, dass die Deutschen sollten auch ein bisschen mehr aus sich herauskommen und sich nicht alles gefallen lassen. Aber ja, ich wohne nicht in Deutschland, das kann ich auch nicht irgendwie beeinflussen, beziehungsweise versuche ich das wenigstens mit solchen Videos irgendwie klarstellen, ja. Dann gibt es, jetzt kommen wir aber zu der anderen Variante, Leute, das ist dieser verbale Angriff, ja. Das ist ein verbaler Angriff und da musst du einfach zeigen, dass du Herr der Lage bist, ja. Das ist einfach so, dass wenn man nicht Benzin ins Feuer gießt, dann wird sich auch nicht großes Feuer entfalten, ja. Oder könnte man auch das so sagen, so eine Provokation verfehlt sein Ziel, wenn man ihr keine Beachtung schenkt, ja. Das heißt, du musst einfach gelassen
und cool bleiben. Und diesejenige, diese Dumpfbacke, will sich zum Schluss selber noch ziemlich dumm kommen, weil es sein Ziel verfehlte. Ja? Es war früher bei mir so, habe ich vielleicht einige, die mich schon länger verfolgen, wissen, wie ich noch in der Nacht gearbeitet habe, habe ich das oft so erlebt, dass ich, wenn es mir irgendwelche Jugendliche umkreist haben und haben so stark geredet, wie weißt, die fühlen sich einfach in der Gruppe, in der Mauze einfach stark. Ja, dann haben die, was am meisten gequatscht, habe ich ganz höflich gebeten, in einen Raum zu gehen, wo man von außen nur mit Schlüssel aufmachen kann, und habe ihn gebeten, ob er mit mir reingehen kann. Und auf einmal hast du merken können, dass der Typ ist sofort runtergekommen. Ja? Auf einmal hat man mit ihm ganz normal reden können. Das heißt, lass nicht sofort deine Fäuste sprechen. Ja? Auch, was glaubt ihr, wie oft sind Leute so vor mir gestanden, haben mich geschimpft, beschimpft, meine Mutter, meine ganze Familie, die bringen mich hoch, die stechen mich ab, die hauen Granate rein. Und so weiter und so fort. Was glaubst du, wie oft ich sowas gehört habe? Gott sei Dank konnte ich das 80% immer so klären, dass es ohne irgendeinen Streit bzw. ohne Auseinandersetzung geendet hat. Ja? Und das war mir sehr wichtig, weil dein Mundwerk ist deine stärkste Waffe. Du musst aber immer unterscheiden, eine verbale, wo du sagst, ja, das wird jetzt nicht eskalieren, das wird ja dein Arbeitskollege oder auch in der Schule, da darfst du nicht sofort reingehen. Weil wenn du sofort reingehst, das ist ganz wichtig. Erstens einmal, schaut sie diesen Aggressor nicht direkt in die Augen, weil das, und das auch noch so provozierend, ja? Weil gerade das, wenn er noch seine Freunde bei sich hat, macht ihn noch aggressiver, ja? Fasst ihn auf keinen Fall an, weil gerade das kann dieser Startschuss sein, um dir eine zu geben. It'll be a massacre. Missed again. Ja, zweitens, was das so, oder drittens, was noch sehr wichtige Sache sind, warum du diese ersten zwei nicht machen solltest, weil du eventuell seine so quasi sein Ego oder seine persönliche, wie auch immer, untergraben könntest, die Autorität, die er nicht von seinen Freunden verlieren will, diese Ehre, ja, deshalb pass auf, wie er reagiert, musst du nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss, auch noch anfangen zu provozieren, weil dann bist du genau auf dem gleichen Niveau wie diese Dumpfbacke, ja, und das wollt sie sicher nicht. Das heißt, wenn er jetzt sagt zu dir, ich bring dich um, und du sagst, ja, ich bring dich auch um, oder deine Mutter ist das und das, und du sagst, ja, deine ist noch schlimmer, das und das, hat das keinen Sinn. Das hat einfach keinen Sinn. Und da ist schon der Streit vorprogrammiert. Ja? Auch in den Kampfkünsten oder Kampfsportarten, gerade diese Ruhe und Gelassenheit, das sind eure Stärke. Nicht jemanden niederzuprügeln oder jemanden auf der Straße abzustechen, wie das irgendwelche machen, die sich nur mit Messer stark fühlen oder so. Das zeigt keine Stärke. Das sind alles schwache Persönlichkeiten. Du bist nur starke Persönlichkeit, wenn du jede Auseinandersetzung aus dem Weg gehst. Wenn es sein muss, musst du wirklich explosiv und dynamisch verteidigen. Das musst du einfach, damit du aus dieser Situation herauskommst. Ja? Das heißt, auch wenn du zum Beispiel mit deiner Freundin da irgendwo draußen bist und da kreisen dich Leute um, irgendwelche Psychopathen, dann lass die Freundin da stehen und du laufst schnell weg. Nein. Nein, Leute. Selbstverständlich. Run. Selbstverständlich nicht. Da musst du wirklich deinen Mann stellen, wenn du deine Familie, deine Frau oder sonst was, jemanden dabei hast. Wenn du alleine bist, am besten, wirklich die beste Variante ist, irgendwie schnell befreien, davonlaufen. Wenn du weißt, es ist nicht nur eine Provokation, wo es dich jemand nur beschimpft, sondern wo es gleich zur Sache geht, dann musst du einfach schnell reagieren. Wenn du Familie, Frau, Freundin dabei hast, dann musst du einfach den Mann stellen und musst du kämpfen. Oft ist das auch so, Leute, dass die wollen dich nur einschüchtern, die wollen dir nur Angst machen. Und dann zeig's bitte nicht, zeig diese Ängste nicht. Sehr, sehr viele Leute jetzt, egal ob in Deutschland, Österreich und so weiter, haben einfach Angst. Angst von, wie ich schon gesagt habe, vor einer Auseinandersetzung. Vor allem Angst. Ihr müsst etwas gegen diese Angst machen, weil diese Aggressoren, viele Aggressoren wissen das, dass sie sich alles erlauben können und das im Endeffekt noch eher den Kürzeren zieht. Weil heutzutage ist das so ziemlich populär, dass noch der Aggressor geschützt wird und das Opfer wird dann ins Gefängnis gesteckt oder wie auch immer. Ja, und das,
Das kann ich einfach nicht verstehen, warum das heutzutage so läuft. Aber glaub mir, wenn du in Problemen bist, dann wird dir wahrscheinlich keiner helfen und die Polizei oder sonst irgendjemand wird kommen, erst wenn es schon wahrscheinlich zu spät ist. Das heißt, auf der Straße musst du, verlasse dich auf niemanden, musst du dich auf dich selber verlassen und nur dann schaffst du es eventuell gesund nach Hause. Es ist sehr, sehr wichtig, wie du reagierst. Es hängt von dir ab, im Endeffekt, ob es eskaliert oder nicht oder wie es sich dann weiterentwickelt. Nur von dir hängt es ab. Wie ich am Anfang vom Video gesagt habe, wirst du auch ein Business aufbauen, wirst du reisen, wirst du Fitness aufmachen, wirst du sonst irgendetwas im Leben erreichen, dann musst du selber mit dem ersten Schritt anfangen. Musst du zuerst bei dir was ändern, dein Horizont, deine Einstellung. Alles kannst du ändern, aber zuerst musst du bei dir anfangen. Versuch nicht die anderen zu ändern, versuch zuerst dich zu verändern und dann wirst du sehen, dass alles im Leben viel besser klappt, okay? Hoffe, mein Video hat euch gefallen, Leute, weil einige haben sich das gewünscht. Verbring Silvester gut, schön, in Ruhe und vor allem ohne Stress und vor allem bleibt sie gesund. Das ist das Allerwichtigste, ja. Weil viele Menschen in meiner Umgebung sind in den letzten 2 Jahren gestorben und diese Leute haben einige Ziele noch vor den Augen gehabt. Das heißt, das, was du nicht jetzt erlebst, kann sein, dass du auch nicht mehr schaffst zu erleben, ja. Das heißt, diese Ziele, Vorhaben und Visionen, was du hattest, sind vielleicht in einem Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre nicht mehr nachzuholen oder kannst du es nicht mehr erleben. Deshalb schaust du, dass aus eurem Leben jetzt was machst und nicht in 10, 15, 20 Jahren oder sonst irgendetwas. Das Leben ist viel, viel zu kurz. Okay, ich wünsche euch alles Liebe. Ciao, ciao.